Redemann VfB Stuttgart, mein Name ist Danny Galm und bei mir an der Leitung mein Kollege Simeon Kramer. Simi, ich grüße dich. Hi. Moin Danny, hi. Simi, wir machen uns ja in der Vorbereitung auf unsere glorreichen Podcast-Aufzeichnung immer einen schönen Themenzettel und da sehe ich heute 1, 2, 3, 4, 5 Themenblöcke, die wir beackern wollen. Puh. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht für euch da draußen, die ihr uns hört und hoffentlich gerne hört. Kurzer Überblick. Wir arbeiten die Woche so ein bisschen auf, haben wir uns vorgenommen. Da fangen wir am Donnerstag an. Da gab es nämlich eine Verhandlung am Arbeitsgericht in Stuttgart gegen die Führungskräfte, die im Zuge der Datenaffäre geschasst worden sind. Da wird uns der Simi auf den Stand bringen, wie das jetzt lief, was da passiert ist. Der Themenblock 2, da widmen wir uns dann einer Geschichte, die am Mittwoch stattgefunden hat. Da gab es nämlich ein Pressegespräch mit einem Präsidentschaftsbewerber namens Volker C. Der Themenblock 3, da kommen wir dann erstmals wieder zum Sportlichen. Und zwar wollen wir uns ganz kurz nochmal mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund beschäftigen. Und sozusagen unsere Leitfrage in der heutigen Folge ist der Themenblock 4. Da geht es um die Transferstrategie der Stuttgarter. Das machen wir nochmal, weil aus dem Grund in dieser Woche ist einiges passiert. Castro wird den Verein verlassen, zwei Talente wurden verpflichtet. Bei Marc-Oliver Kempf sind die Verhandlungen wohl ins Stocken geraten. Also da gibt es einiges zu beackern und abschließend schließlich noch der Blick aufs kommende Wochenende, auf den kommenden Samstag, das Auswärtsspiel bei Union Berlin. Also wie gewohnt, pickepacke voll die Sendung. Und Simi, ich starte Themenblock 1. Nachwehen der Datenaffäre hast du auf den Zettel geschrieben. Gestern waren die Verhandlungen am Arbeitsgericht, Verhandlungen mit dem ehemaligen Finanzvorstand Stefan Heim und dem ehemaligen Kommunikationschef Oliver Schraft. Zudem war auch Uwe Fischer, der ehemalige Marketingleiter, vors Gericht gezogen. Jetzt Simi, bring uns mal auf den Stand. Was ist dabei rumgekommen? Ja, Danny, um es kurz und knapp zu sagen, nix. Da ist nichts dabei rumgekommen, wie es zu erwarten ist, wenn Verhandlungen vor Gericht stattfinden. Du weißt es ja, meine Vergangenheit im Beamtentum, kenne ich mich da ein bisschen aus. In der Regel passiert da am ersten Verhandlungstag gar nichts und genauso war es in allen drei Fällen quasi auch. Ich arbeite das mal kurz chronologisch so ein bisschen auf. Wie gesagt, gestern fanden vor dem Arbeitsgericht in Stuttgart die Verhandlungen statt. Da haben ja diese Ex-Vorstände bzw. Ex-Mitarbeiter beim VfB geklagt gegen ihre Entlassung im Zuge der Datenaffäre damals. Und wenn wir zum ehemaligen AG-Vorstand Stefan Heim kommen, der ja für die Finanzen verantwortlich war, da ging es eigentlich gar nicht um Inhalte, sondern da ging es nur um Zuständigkeiten. Das hat damit zu tun, die Verhandlungen von Röttgermann, dem zweiten AG-Vorstand, der ja entlassen wurde, die findet schon vor dem Landgericht statt. Also das war von vornherein schon klar. Und die Verhandlung von Stefan Heim, dem zweiten Vorstand, wurde jetzt erstmal vor dem Arbeitsgericht verhandelt. Warum, kann ich dir nicht sagen, weiß wahrscheinlich keiner, weiß nur das Gericht. Und jetzt dreimal darfst du raten, zu welchem Entschluss die dann doch kamen. Ah, auch bei Stefan Heim ist doch das Landgericht zuständig und nicht das Arbeitsgericht. Blöd, jetzt müssen wir das verschieben und jetzt findet die ganze Verhandlung doch vorm Landgericht statt. Also mal ganz ehrlich, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn Röttgermann vorm Landgericht stattfindet und Heim vorm Arbeitsgericht und die kommen dann auf die Idee, ah, Heim doch vor Landgericht, ja, dann hätte ich auch sagen können, Leute, das hättet ihr euch früher denken können, das hätte man gar nicht erst diskutieren müssen. Jetzt ist es so, in dem Fall kam überhaupt nichts raus, die Verhandlung wurde weitergegeben ans Landgericht, da gibt es kein Ergebnis. Auch kein Ergebnis gibt es bei Oliver Schraft, bei Olli Schraft, Ex-Kommunikationschef, Medienchef vom VfB, der hat ja auch geklagt gegen seine Entlassung. Da ist es so, die Verhandlung war richtig vorm Arbeitsgericht, das heißt, die haben wirklich auch über Inhalte diskutiert, über Inhalte debattiert, beide Parteien. Nur leider haben sie sich nicht geeinigt. Das bedeutet, das Verfahren wird weitergeführt, es wird einen zweiten Verhandlungstag geben. Der wird dann, wie es halt eben auch so ist bei den Gerichten, erst irgendwann Ende Juli stattfinden, wo über diese Themen nochmal diskutiert wird. Früher gab es wohl keinen freien Termin. Was, glaube ich, ganz wichtig ist für die Verhandlungen mit Oliver Schraft, ist, dass er bestreitet, dass er eine Pflichtverletzung begangen hat im Zuge der Datenaffäre und im Zuge der Weitergabe der E-Mails. Also um diesen Punkt wird es dann auch am zweiten Verhandlungstag geben. Hat Oliver Schraft wirklich die Mails verschickt oder hat er es nur in Auftrag gegeben und ein anderer Mitarbeiter hat es gemacht? Genau um solche Fragen dreht es sich da und deswegen wurde am ersten Tag keine Einigung erzielt. Und der dritte Fall, Uwe Fischer, da können wir es ganz kurz machen, der lief gut aus Sicht des VfB, gut auch aus Sicht von Uwe Fischer, weil das kam erst gar nicht vor Gericht. Die beiden Parteien haben sich außergerichtlich vor der Verhandlung geeinigt und somit kam es überhaupt erst zu gar keiner Verhandlung. Also der einzige Fall, der jetzt eigentlich ad acta liegt, ist der Fall von Uwe Fischer, dem Ex-Marketing-Chef, dem Abteilungsleiter des Marketings. Und aber alle anderen beiden Fälle, Olli Schraft, Stefan Heim
wurden nicht verhandelt bzw. wurden zu keinem Ergebnis gebracht. Heim liegt jetzt vorm Landgericht, ebenso wie Röttgermann. Da gibt es doch überhaupt nichts, was da passiert. Deswegen alles offen, Danny. Wir wissen nicht genau, was da passiert, ob die Kündigungen rechtens waren oder ob sie eben nicht rechtens waren. Also ganz offenes Ding und da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Wir können auf jeden Fall keinen Haken dahinter setzen. Ich ergänze nur eine Sache und zwar, dass laut der Mitteilung des Arbeitsgerichts der Stefan Heim und der VfB bereits in Verhandlungen über eine außergerichtliche Einigung, also über einen Vergleich sind. Das habe ich da noch rausgelesen aus der Geschichte. Also es kann natürlich dann sein, man einigt sich nicht und dann wird es da auch weitergehen vom Landgericht dann. Es kann aber auch sein, dass man sich wie bei Uwe Fischer außergerichtlich einigt und das Ding dann zumindest in diesem Fall zu den Akten geht. Ich meine, was ich natürlich auch glaube, Danny, und ich glaube, da müssen wir ganz offen drüber sprechen, da geht es ja auch ganz viel um Ehrenkäserei. Da geht es ja auch wirklich darum, das waren langjährige Vorstände beim VfB, vor allem Oliver Schraft, langjähriger Mitarbeiter beim VfB, die sind jetzt einfach entlassen worden, die sind geschasst worden, rausgeschmissen worden. Die wollen dem VfB jetzt nochmal ein bisschen ans Bein pinkeln und quasi hier das vor Gericht ziehen. Wenn Stefan Heim und der VfB sich außergerichtlich einigen und da einen Vergleich erzielen, dann wäre das sicher für beide Parteien gut. Kann mir aber auch vorstellen, dass Stefan Heim sagt, er zieht vor Gericht und zieht das Ganze durch und kämpft da um sein Recht und eben kämpft darum, um zu zeigen, hey, meine Entlassung, meine Kündigung war nicht in Ordnung. VfB hier, ich drücke euch nochmal eine rein. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es bleibt spannend, es bleibt abzuwarten, was passiert. Und Danny, ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch nochmal einiges zu tun haben. Womit wir auch, Danny, und ich komme zu Themenblock 2, wieder eine ganz galante Überleitung. Ich bin da echt ein richtiger Vollprofi jetzt in der Zwischenzeit schon drin. Zum Zungeschnalzen, wunderschön. So, wunderbar. Was uns auch noch eine ganze Weile begleiten wird, Danny, ist der Wahlkampf. Der geht ja jetzt so langsam erst in die entscheidende Phase. Ihr wisst es ja, Mitgliederversammlung, ihr kennt das Theater, wenn ihr unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, brauchen wir gar nicht weit ausholen. Die Wahl des Präsidenten steht an. Klaus Vogt wird natürlich erneut antreten und will weiter Präsident des VfB Stuttgart bleiben. Es gibt aber auch andere Kandidaten und Bewerber, die da mit ins Boot gehen wollen. Und einer von den Kandidaten, wo wir schon wissen und auch schon länger wissen, dass er Präsident beim VfB werden möchte, ist Volker C., Unternehmer aus dem Remstal, also bei uns im Verbreitungsgebiet. Wir kennen den, unsere Kollegen kennen den auch zum Teil. Da war jetzt was, Danny. Der geht in die Offensive, der will angreifen, der will Attacke machen. Erzähl doch mal, was war da los? Ich höre da was von einem 11-Punkte-Plan, so nach dem Motto, 11 Freunde müsst ihr sein. Erklär uns doch mal, was da los war mit dem Volker C. Ja, absolut. Also du hast es gesagt, der Wahlkampf geht los. Eigentlich geht der Wahlkampf ja noch nicht los, weil eigentlich ist ja noch gar nicht klar, wer zur Wahl zugelassen wird. Hintergrund ist der, Mitgliederversammlung ist terminiert auf den 18. Juli, das heißt nächsten Montag am 19. April um 24 Uhr läuft die Bewerbungsfrist ab für die Präsidentschaftskandidaten, die bis dahin ihre Unterlagen samt Unterstützerunterschriften in Briefkasten geschmissen haben müssen beim Vereinsbeirat. Und in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass es so ein Gentleman's Agreement gab, dass man sich bis zur Bekanntgabe, wer denn jetzt letztlich zur Wahl zugelassen wird, bis zu zwei Kandidaten könnte es sein, der Vereinsbeirat entscheidet das, dass man sich da erstmal nicht äußert, öffentlich, als Kandidat oder Kandidatin. Das halten eigentlich alle Kandidaten bislang so. Wir haben ja noch den Pierre-Henrik Steiger zum Beispiel von der Björn-Steiger-Stiftung aus Winnenden, der auch kandidieren möchte, der auch seine Unterlagen eingereicht hat, der aber gesagt hat, klipp und klar oder verlautbaren hat lassen, solange ich nicht einer dieser Kandidaten bin, die aller Voraussicht nach gegen den Amtsinhaber antreten, werde ich mich medial nicht äußern. Der Volker C. hat jetzt einen anderen Weg gewählt. Der ist ganz offensiv mit seiner Kandidatur umgegangen. Hintergrund ist der hat sich ja schon bei der ersten Bewerbungsphase quasi bereit erklärt, dass er es machen wird. Und so gab es jetzt dann an diesem Mittwoch eine Medienrunde mit Journalisten, Stuttgarter Zeitung, SWR, Kicker, alle waren sie mit dabei, mittendrin ich. Und der Herr C. hat auf dieser Medienrunde zum einen seinen 11-Punkte-Plan vorgestellt, sprich, was möchte er erreichen, sollte er gewählt werden. Und zum anderen war natürlich die Möglichkeit da, ihn ein bisschen zu löchern, ihn ein bisschen zu befragen. Und das haben wir ausgiebig gemacht. Das war, würde ich mal sagen, roundabout eine Stunde Gespräch, wovon, sage ich mal, die ersten 10, 15 Minuten einleitende Worte von Volker C. waren, der da eben diesen besagten 11-Punkte-Plan hat. Und anschließend ging es ans Eingemachte, will ich es jetzt mal nennen. Ich versuche es jetzt mal wertfrei zu machen. Ich finde es ein bisschen schwierig, kann es aber nachvollziehen, dass er jetzt in die Offensive geht mit der Vorgeschichte, die es gibt.
konkret dieser 11-Punkte-Plan für meinen Geschmack etwas vage formuliert, um das mal so neutral wie möglich zu formulieren. Also da stehen Punkte drauf, sie mir wie zum Beispiel das Stadionerlebnis muss preisweiter werden, ein Fanvertreter in den Aufsichtsrat muss noch zusätzlich dazu, Sport als Kulturgut, zurück zu erfolgreichen Zeiten. Ja, das sind jetzt alles mal Dinge, sage ich mal so, die, wo man gar nichts groß dagegen sagen kann. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung von dieser Presserunde, wenn man konkret nachgefragt hat. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Thema Investoren, habe ich ihn ein bisschen versucht zu beackern. Was sind da seine Pläne? Was hat er da vor? Was kann man da von ihm erwarten? Das wurde dann mehr oder minder, wurde nichts Konkretes dazu gesagt. Da hieß es dann mit Verweis auf seine noch nicht bestätigte Kandidatur, dass er dann, wenn er wirklich nominiert werden sollte als einer der Kandidaten, dann werde er Ross und Reiter benennen. Von dem her erschließt sich mir nicht ganz. Also sein Ansinnen war, in die Offensive zu gehen und Transparenz zu schaffen. Er hat gesagt, jeder, der jetzt mitbekommt, dass ich mich bewerbe, der soll wissen, wer ich bin und für was ich stehe. Das ist grundsätzlich mal überhaupt nichts Verkehrtes. Ich glaube nur, dass er sich eher ein Eigentor schießt mit der Nummer. Ich meine, es gibt da eine Vorgeschichte, diese ganzen Führungsquerelen im Zuge derer er auch versucht hat, als Gegenkandidat für Klaus Vogt nominiert zu werden. Da gab es ja einige etwas unschönere Geschichten, will ich es jetzt mal nennen. Und jetzt eben dieser Weg in die Offensive. Und wenn man sich mal angeschaut hat, wie Leute, wie Leser, wie in den sozialen Netzwerken, wie darauf reagiert wurde, auf diesen Plan, dann hat es ihm, glaube ich, nicht so viel genutzt. Simi, oder wie hast du es aufgegriffen? Wie hast du es wahrgenommen? Also ich sitze gerade und muss schmunzeln, weil du versuchst, so defensiv zu bleiben und weil du da deine persönliche Meinung nicht so reinbringen willst, was ja völlig in Ordnung ist. Als Journalist darf man seine persönliche Meinung ja auch nicht vermischen. Aber wenn ich da ein bisschen persönlicher werden darf, also ich sehe es ähnlich. Ich habe mir ja die ganzen Posts auf Social Media auch angeschaut. Da kommen dann auch andere mit ihrem persönlichen 11-Punkte-Plan gegen Corona nach vorne. Also ja, jetzt mal, also ich meine, er ist Präsidentschaftsbewerber für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart, bei einem Bundesligisten mit viel Tradition, mit über 70.000 Mitgliedern und kommt dann mit dem 11-Punkte-Plan daher, wo gefühlt 5 Punkte auch von mir hätten kommen können. Sport als Kulturgut, zurück zu erfolgreichen Zeiten. Das erinnert mich so ein bisschen an Stammtischgeschwätz. Und deswegen kann ich diesen 11-Punkte-Plan persönlich, ich bin ja auch Mitglied, ich darf ja wählen, um das jetzt mal von meiner Journalistenaufgabe zu trennen, kann ich nicht ernst nehmen. So ehrlich muss man sein, so ehrlich bin ich auch in meiner Doppelfunktion quasi als Journalist und Mitglied. Da muss ich wirklich sagen, das ist ein 11-Punkte-Plan, wenn ich mir den durchlese, der hätte mir auch abends mit meinen Jungs in der Bar einfallen können. Deswegen muss ich da wirklich ganz ehrlich sagen, dass das für mich, ja, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Er hat ein Eigentor geschossen damit. Wenn er ein ernstzunehmender Kandidat sein möchte, der wirklich ernsthaft um das Präsidentenamt beim VfB kandidiert und der wirklich Klaus Vogt schlagen möchte, was er ja offensichtlich möchte, dann hat er sich mit diesem 11-Punkte-Plan ein Eigentor geschossen. Er hat sich ein ins eigene Nest gelegt, um mal in der Kuckuckssprache zu bleiben quasi. Also ja, was soll ich dazu sagen? Ich möchte nicht noch genauer werden, ich möchte nicht noch extremer werden, weil ich trotzdem natürlich in gewisser Weise eine berufliche Distanz als Journalist behalten möchte und das auch für mich so der Fall ist, dass ich das haben möchte. Aber ja, ich glaube, ich habe es deutlich genug gesagt. Für mich sind die 11 Punkte zum Teil wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ich kann das ja nachvollziehen, das ist ja auch schön und gut. Ich meine, Sport als Kulturgut ist wichtig natürlich und dass der VfB zu erfolgreichen Zeiten zurückkehrt, ist ja genauso wichtig. Aber wie das Ganze dann aussehen soll, wie er das gestalten möchte, dazu kam ja eigentlich gar nichts. Und ich finde, das zeigt es ja dann eigentlich schon. Und wenn du richtig sagst, du hast nachgehakt zu den Sponsoren, zu den neuen Investoren vielleicht auch. Und wenn da inhaltlich nichts rüberkam und er nur gesagt hat, ja, er wird Ross und Reiter benennen, sobald es da aktiver wird. Ja gut, also wenn man gar nicht konkret werden kann, dann hätte man vielleicht sich die Presserunde auch sparen können. Das ist meine Sicht auf die Dinge, Danny. Ich weiß nicht, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Manchmal ist es, glaube ich, so. Nichtsdestotrotz noch eine Anmerkung von mir. Klar ist dieser Plan jetzt erstmal unkonkret und vage. Ich finde, die Fairness gebietet es aber trotzdem. Das sollte er wirklich aufgestellt werden als einer der Kandidaten und beispielsweise gegen Klaus Vogt ins Rennen gehen. Dann sollte sich jeder die Zeit nehmen und sich mit seinen Ideen und seinen
Vorschlägen auseinandersetzen. Das hat er dann wirklich auch verdient, weil, also ich meine, das ist keine Spaßveranstaltung, sich dann sowas, so einen Wahlkampf jetzt auch schon, das läuft ja alles schon dann, weißt du, also so eine Presserunde zu organisieren, da muss man ja auch Geld dann für in die Hand nehmen und so weiter. Das muss ja alles geplant werden. Sollte er nominiert werden, gebietet es die Fairness, dass man sich ernsthaft mit den Themen auseinandersetzt und sich jeder dann da sein eigenes Bild bitte machen soll. Und das ist natürlich völlig legitim, was du da sagst, deine persönliche Meinung. Mir geht es eigentlich eher darum, diese Einordnung. Alle halten irgendwie einen Rand, außer mal abgesehen vom amtierenden Präsidenten, der sich natürlich ab und zu immer wieder äußern muss, weil er angefragt wird, weil es einfach Themen gibt, zu denen er Stellung beziehen muss als Amtschef sozusagen. Ich glaube einfach, dass es keine gute Idee war, jetzt schon in die Offensive zu gehen. Auf der anderen Seite, vielleicht noch zur Einordnung hinterher, vielleicht sieht er so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen. Ich glaube, da bahnt sich mit dem Pierre-Henrique Steiger ein ganz kompetenter Kandidat an, so ist zumindest mein Eindruck, nach allem, was man so hört und mitbekommt. Und es gibt eben nur zwei Kandidaten, die ins Rennen geschickt werden. Und zu 99,9% ist einer davon Klaus Vogt. Und dann bleibt nur noch ein Platz übrig. Und vielleicht sieht das Lager Volker C. jetzt in so einem, ja, in so einem Angriff, will ich es jetzt nicht nennen, in so einer Offensive mal noch eine Möglichkeit, Punkte zu machen. Ich glaube nur eher nicht, dass es gelingen wird, weil der Vereinsbeirat, der für die Kandidatenauswahl zuständig ist, von dem kommt ja die klare Ansage, Leute, Kandidaten, solange ihr hier nicht nominiert seid, haltet euch bitte zurück. Wenn ich mich nicht daran halte, wird dann der nächste Montag zeigen, ob das, beziehungsweise der nächste Dienstag dann zeigen, ob das so clever war. Absolut, Danny. Und ich möchte auch nochmal zurückkehren zu dem Punkt, den du jetzt gerade am Anfang gesagt hast. Natürlich, sollte er aufgestellt werden gegen Klaus Vogt, dann natürlich muss man ihn journalistisch seriös behandeln. Da bin ich der Erste, der diesen 11-Punkte-Plan mit ihm besprechen möchte, der da nochmal ins Konkretere geht, der das nochmal genauer aufarbeiten möchte. Aber ich glaube, du hast es richtig gesagt zum Abschluss, wenn es die Absprache gibt, dass man vorher sich nicht meldet, dass man vorher nicht an die Öffentlichkeit geht und er macht es trotzdem, dann verstehe ich das, dass er in die Offensive gehen will. Er hat mit Klaus Vogt einen Kandidaten, wo, glaube ich, gefühlt ja, 60, 70% aller Mitglieder, zumindest nimmt man das so wahr, hinter dem Präsidenten stehen und dann sowieso eher geringere Chancen hat, gewählt zu werden. Jetzt kommt ein ernstzunehmender Gegenkandidat. Also ich kann verstehen, warum er es macht. Ich glaube aber auch, dass er sich in gewisser Weise ein Eigentor geschossen hat. Und wie du richtig gesagt hast, wir sehen dann nächste Woche, wie es aussieht. Und ich bin echt gespannt, auf den Vereinsbeirat kommt noch einiges an Arbeit zu. Wir haben ja auch einen ganz guten Kontakt zum Vereinsbeirat. Also ich bin gespannt, was da passiert in nächster Zeit. Ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich freue mich auf jeden Fall, den Wahlkampf rund um das Präsidentenamt beim VfB zu begleiten. Da habe ich echt Bock drauf, Danny. Das wird spannend. Ich bin auch gespannt, was Klaus Vogt für Pläne hat mit dem VfB, weil dann wird es ja jetzt nach seiner jetzt bald 1,5-jährigen Amtszeit ein richtiger, schöner Wahlkampf werden mit zum Teil ernstzunehmenden Kandidaten. Wer weiß, was da noch für Kandidaten kommen. Ich denke an Friedi Miller und Co. Deswegen, ich bin gespannt auf den Wahlkampf, ich habe richtig Lust. Und quasi, Volker C. hat den Wahlkampf eröffnet und wir befinden uns jetzt dann fast schon im Wahlkampf. Also ich bin gespannt. Du unverbesserlicher Optimist, freust dich auf den Wahlkampf und hoffst auf alles Saubere. Aus meiner Erfahrung, das kann auch ein bisschen schmutzig werden. Und es wird sicherlich auch wieder schmutzig werden, Ja, ist glaube doch ich schön. einfach. Aber ja, wenn du da Freude drauf hast, bitte. Du hast dich, glaube ich, auch gefreut, um mal den Bogen ins Sportliche zu schlagen. Themenblock 3, Rückblick auf Dortmund halten wir ganz kurz. Du warst am Samstag im Stadion am letzten Heimspiel gegen Dortmund. Es war mächtig was los. 3:2 gewinnt der BVB. Wildes Spiel, turbulentes Spiel. Verdienter Sieg der Dortmunder. Ja, also würde ich mich schon so festlegen. Der VfB hat gut dagegen gehalten, das muss man wirklich ohne Zweifel sagen. Sie haben gut gespielt, sind ja auch klassischerweise wieder mal in Führung gegangen, wie es für die Dortmunder ja oft so ist. Dortmund rennt an, hat die besseren Chancen, ist aber irgendwie inkonsequent. Sie sind nicht konsequent im Abschluss, sie sind so ein bisschen halbfertig, habe ich das Gefühl. Das ist eine Top-Mannschaft. Wenn ich den Haaland vorne drin sehe, da geht mir das Herz auf als Fußballer. Der hat kein gutes Spiel gemacht jetzt gegen den VfB. Aber allein den Jungen live spielen zu sehen, war echt schon eine Hammererfahrung für mich. Darauf habe ich mich tierisch gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich so ein bisschen Fanboy im Stadion, Erling Haaland live zu sehen. Das ist ja schon eine Naturgewalt, der Junge. Aber irgendwie wirkt Dortmund so unfertig und haben dann das 1-0 gekriegt. Ich meine, hat sich das nicht nach Dortmund gesprochen? Ich meine, Flanke, Borna Sosa, Kopfball, Kalajdzic. Also wer das noch nicht gecheckt hat, der hat es auch echt verdient, in den Rückstand zu gehen. Schönes Kopfballtor von Kalajdzic, muss man an der Stelle ja mal klar sagen. Und dann nach der Halbzeit auf einmal, bumm, dreht der BVB das Spiel innerhalb von wenigen Minuten zu einem 2-1. Da hat man dann die Qualität gesehen, die der BVB hat. Da haben sie super gekontert, haben klasse ins Zentrum prallen lassen, nach außen gelegt. Haaland lässt ihn schön durch die Beine auf Reus.
Also das waren blitzsaubere Tore, blitzsauber herausgespielt. Und dann kommt der VfB ja fast nochmal zurück. Die Davi macht es 2:2, aus meiner Sicht verdient, weil der BVB ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschalten hat und der VfB immer stärker wurde. Und dann macht halt Dortmund im Gegenzug das 3:2. Und dann war mir schon klar, okay, da kommt der VfB jetzt nicht mehr zurück. Weil für mich war das 2:2 schon so. Der VfB hat jetzt keine riesen Chancen im ganzen Spiel, fand ich. Aber das 2:2 war ja dann eher ein Fehlpass von Morey, der den Ball da Kalajdzic in die Beine spielt, wo ich mir denke, wenn du das in der Kreisliga machst, kriegst du schon einen Anschiss des Todes. Jetzt macht er das auf Bundesliga-Niveau. Deswegen nach dem 3:2 durch Knauf, was echt auch wieder schön rausgespielt war, war für mich irgendwie so, okay, jetzt ist der Deckel dran. Und ich hatte auch das Gefühl, auch für mich, ja, der Dortmunder Sieg, das geht in Ordnung. Die haben ein gutes Spiel gemacht, die haben gut dagegen gehalten. Dortmund volle Kapelle auf dem Platz gehabt, die beste Elf, die sie haben. Und damit 3:2 zu verlieren und so ein gutes Spiel zu machen, ich denke, dass das der Lerneffekt für die junge Mannschaft sein wird. Und Pellegrino Matarazzo spricht ja immer von dem Lerneffekt. Und er hat sich natürlich sicher auch geärgert über den Punkt, der in dem Spiel auf jeden Fall drin war. Aber der VfB hat ja diese luxuriöse Ausgangssituation, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und da relativ frei aufspielen konnten in dem Spiel. Und aus so einem Spiel, wenn du keine Punkte mehr brauchst und völlig offen bist, kannst du sagen, hey, gut mitgehalten, gute Ansätze gezeigt. An 2, 3 Punkten müssen wir vielleicht uns noch verbessern. Wir müssen vielleicht nach der Pause stabiler stehen, dass wir nicht direkt 2 Gegentore kriegen. Und wenn man da die richtigen Lehren zieht, war auch wieder das ein Spiel, wo man viel Positives rausziehen kann. Um das Ganze zu einem schönen Abschluss zu bringen. Danny, ich möchte es ja nur ungern sagen, aber ich glaube, ich bin einer der wenigen, der Haaland live gesehen hat, weil Corona, keiner im Stadion. Und ich saß auf der Pressetribüne und habe den jungen Norweger da wie so ein Gott über den Platz laufen sehen. Ich habe mich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, denn ich war richtig heiß. Kann mir bildhaft vorstellen. ich meine, getroffen hat er nicht. Ich bin dann da mal etwas realistischer und er hat auch gegen Man City dann nicht getroffen. Ja, aber ansonsten zu deiner Analyse, ich möchte da gar nichts groß dazu mehr sagen. Ich meine, du hast es auf den Punkt gebracht. Der BVB, diese Mannschaft, wenn sie wollen, können sie und wenn sie nicht wollen, dann können sie nicht. Also es ist irgendwie, ja, ich wäre aus denen nicht schlau. Keine Ahnung, was diese Truppe, es wirkt irgendwie nicht gut abgeschmeckt, möchte ich mal sagen. Also die sind talentiert bis in die Haarspitzen, wenn ich mir Jude Bellingham anschaue und so. Also es ist ja Wahnsinn. 17 Jahre alt und aber trotzdem, sie kriegen die PS viel zu selten auf die Straße und der VfB hat es wieder mal gut gemacht, einen guten Plan gehabt. Ja, nur knapp verpasst, da was mitzunehmen. Wäre absolut drin gewesen, denke ich, ja. Der richtige Begriff für den BVB ist für mich unfertig. Die haben, du sagst es, die haben so viel Talent, die haben so viel Potenzial und die kriegen es zu selten auf den Platz. Und das regt mich dann richtig auf, aus Fußballersicht, wenn du so viele Möglichkeiten hast, so viel Potenzial hast und es dann nicht auf den Platz kriegst, dann sind es Dinge, die mich unglaublich stören. Und der VfB hat da so ein bisschen den runderen Eindruck gemacht. Die waren besser abgestimmt im Zentrum, nicht so anfällig wie der BVB, nicht so konteranfällig. Und deswegen, ja, geht es in Ordnung, die Niederlage auf jeden Fall. Der VfB kann wieder einiges lernen. Und ja, um bei dem Thema zu bleiben, unfertig, fertig, Mannschaftsgefüge, wie funktioniert die Offensive und die Defensive? Da ist ja ein Part ganz wichtig, denn im Fußball, das ist das Zentrum, zentrale Mittelfeld, Sechser, Achter. Und ein Part davon ist Gonzalo Castro beim VfB. Erfahrener Spieler, über 400 Bundesligaspiele. Und ich lenke dich jetzt auf Themenblock 4, Danny. Die Transfers beim VfB, da ist einiges passiert. Gonzo, Kapitän, Führungsfigur, leitet die junge Truppe an. Vertrag wird völlig überraschend für mich, nicht verlängert. Wir haben es in der letzten Podcast-Folge gehabt, eine Jahresverlängerung um zumindest mal ein Jahr für den alten Kapitän. Damit hat, glaube ich, jeder gerechnet. Umso überraschter waren alle, dass es gestern hieß, tja, kein neuen Vertrag für Gonzo. Was ist da los? Ja, wenn man den Verantwortlichen glaubt oder was sie sagen, also gibt es 2 Gründe. Der eine Grund sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Dazu muss man wissen, dieses Arbeitspapier von Gonzalo Castro, das er hatte in Stuttgart, wurde noch von einem gewissen Michael Reschke ausgehandelt. Das heißt, da war noch ein bisschen Goldgräberstimmung beim VfB. Die Daimler-Millionen auf dem Konto, die mussten ja auch weg, sonst wären die schlecht. Der hatte einen dicken, fetten Vertrag. Jetzt ist es so, wir haben eine Corona-Pandemie. Der VfB spielt seit ja über einem Jahr ohne Zuschauer, hat einen KfW-Kredit beantragt. Sprich, der Geldbeutel sitzt nicht mehr so locker in Stuttgart. Also das ist ein Faktor.
der finanzielle Spielraum war ein Faktor laut Sven Mislintat, dass man Gonzalo Castro gar nicht erst ein neues Vertragsangebot gemacht hat. Und der Faktor zwei eben der Blick auf die Kaderstruktur. Der VfB hat einen großen Kader, der VfB hat einen extrem jungen Kader und er setzt diese Verjüngungskur, diesen Trend, diese Strategie weiter voran. Also weil man muss es ja immer im Gesamtgefüge dann sehen. Also am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass der Castro keinen neuen Vertrag bekommt, den Verein im Sommer verlassen wird. Parallel quasi dazu, oder ich glaube kurz davor, hat man bekannt gegeben, dass man dieses junge türkische Mittelfeldtalent verpflichtet, Ömer Beyaz von Fenerbahce Istanbul. Dazu kommt jetzt noch vom Freitag die Verpflichtung von Alo Kuol, also diesem jungen Mittelstürmer aus Australien. Der VfB setzt da radikal auf die Jugend und das ist ganz klipp und klar die Handschrift von Sportdirektor Sven Mislintat. Jetzt bleibt dann nur die Frage, ist es ein großes Risiko? Simi, wie schätzt du das ein? Ich finde, du hast ihn gut eingeleitet hier in unseren Themenblock. Erfahrener Spieler, ganz wichtig auch, ein guter Kontakt, guter Draht zum Trainer, kam immer gut mit ihm aus, wurde Kapitän vor der Spielzeit, ist ein echter Leitwolf für die Truppe. Jetzt ist man mehr oder minder, so scheint es zumindest, gezwungen, dass man nicht mit ihm weitermacht. Ist es ein großes Risiko für diese junge Mannschaft, dass da jetzt so ein erfahrener Spieler wegbricht? Ja, und ich verstehe es nicht, warum. Also ich bin da ganz ehrlich, das ist meine Sicht als Journalist und auch als Mitglied, als Fan vom VfB. Ich verstehe nicht, warum mit Gonzalo Castro nicht zumindest ernsthaft in Vertragsgespräche gegangen wurde. Ich meine, wir müssen klar sagen, das wurde kommuniziert, warum der Vertrag nicht verlängert wurde. Es wurde kommuniziert, dass ihm kein Vertrag vorgelegt wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass da vorher nicht miteinander gesprochen wurde, um das mal klar zu sagen. Wir wissen es nur nicht. Also beide Seiten haben nicht drüber gesprochen, beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Wir wissen nicht, was da im stillen Räumchen besprochen wurde. Ich kann das nur trotzdem nicht nachvollziehen. Ich meine, du hast es angesprochen, Reschke hat seinen Vertrag damals noch ausgehandelt, hat einen dicken, fetten Vertrag für Gonzalo Castro rausgeholt. Er war Topverdiener beim VfB, geht so in die Sphäre von Holger Badstuber, wenn wir mal das kolportieren, so 4 Millionen ungefähr wird, denke ich, eine Summe sein, mit der man auf jeden Fall realistisch planen kann mit seinem Gehalt. Dass das viel ist, dass das viel zu Corona-Zeiten ist, das ist auch ganz klar. Aber dass man da ihm nicht mal einen Vertrag hingelegt hat im Sinne von, ey Junge, wir müssen um 1 Million runtergehen. Du hast doch jetzt hier schon 15 Jahre Profifußball gespielt. Junge Mannschaft, du bist der Kapitän der Mannschaft. Du hast einen guten Draht zum Trainer. Du willst oder wir wollen mit dir diesen Weg weitergehen. Und dann ihm nicht mal was vorzulegen, nicht mal einen Vertrag. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich finde, es ist ein großes Risiko, das der VfB eingeht. Weil genau diese Struktur, die ich beim BVB kritisiere, sprich, die sind unfertig. Genau die Gefahr sehe ich beim VfB auch. Viel Talent, junge Spieler, alle haben Perspektive, aber im Hier und Jetzt hat die Mannschaft Probleme, weil der Leitwolf fehlt vielleicht. Vielleicht, weil die Struktur in der Mannschaft nicht passt. Zu junge Spieler, keine erfahrenen Spieler, die den Ton angeben, die vielleicht die jungen Spieler auch mal runterholen nach einem Doppelpack und sagen, ey Junge, du hast jetzt zwei Dinger gegen Freiburg gemacht, nächste Woche kommt Leverkusen oder Leipzig, komm mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich finde es unglaublich gefährlich, was der VfB macht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und wir haben es vorher ja schon debattiert, Danny, und emotional auch debattiert. Und ich würde das gerne mit dir hier ein bisschen weiterführen. Für mich ist es ein Unterschied, ob der VfB Gonzalo Castro einen Vertrag vorgelegt hat oder nicht. Für mich ist es ein Unterschied. Für mich ist es ein wichtiger Unterschied, weil wenn sie ihm einen Vertrag hinlegen und sagen, Junge, wir können dir nur noch 3 Millionen zahlen. Wir wollen aber mit dir weitermachen. Und er sagt, nein, ist mir zu wenig. Okay, ist halt so. Wenn sie ihm aber gar keinen Vertrag hinlegen, dann sagt der VfB von sich aus ja, ey, wir wollen dich nicht mehr. Und das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Okay, wollen sie ihn nicht mehr haben und geben sie ihm gar keinen Vertrag? Oder wollen sie ihn eigentlich noch haben, nur die kommen eben nicht auf einen Nenner? Für mich ist es ein großer Unterschied, weil es dann nämlich auch um das emotionale Thema geht. Wollen wir mit dem Castro weitermachen oder nicht? Und wenn der VfB ihm keinen Vertrag hingelegt hat, wirkt es für mich so, als wollten sie mit ihm gar nicht weitermachen. Und das verstehe ich dann nicht ganz, warum dann auf der Pressekonferenz heute Pellegrino Matarazzo sagt, es war die schwierigste Personalentscheidung für ihn, seit er beim VfB ist und er vermisst den Spieler und er wäre gern mit ihm weitergegangen. Ja, aber Leute, wenn ihr gern mit ihm weitergemacht hättet, hättet ihr mir halt einen Vertrag hingelegt mit ein bisschen weniger Gehalt. Vielleicht wäre Gonzalo Castro drauf eingegangen oder nicht, aber dann wäre es ja quasi seine Schuld gewesen, dass er nicht beim VfB bleibt. Aber so sagt der VfB von vornherein, Junge, wir haben keinen Bock mehr auf dich. Und das kann ich nicht nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Ja, ich hole dich mal ein bisschen auf den Boden. Ich kann es verstehen. Nur ist es natürlich so, also es gab natürlich Gespräche zwischen Mislintat und Castro und der Castro-Seite.
Und ich bin mir sicher, dass im Zuge dieser Gespräche, ob jetzt ein Vertragsangebot gemacht wurde oder nicht, es wurde ja keins gemacht, wurde sicherlich mal ausgelotet, sind deine finanziellen Vorstellungen für die neue Spielzeit? Also, ohne dass das jetzt hier offen in den Pressemitteilungen dann steht, aber wir wussten, dass sie sprechen. Das wurde ja auch so offen kommuniziert vom Sportvorstand, vom Sportdirektor, nicht vom Sportvorstand, Entschuldigung, von Sven Mislintat, der nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, da ging es dann, glaube ich, auch noch um die Davi, wo man dann gesagt hat, da sieht es ganz gut aus, sind in konkreten Gesprächen, geht in Richtung Abschluss und eben bei Gonzalo Castro hieß es dann eben, ja, das gestaltet sich alles ein bisschen schwieriger. Also da kannst du mal mit Sicherheit davon ausgehen, dass die da nicht nur übers Wetter gesprochen haben. Das ist ja auch völlig klar. Ich sehe auch deinen Punkt mit dem Risiko, was die Altersstruktur der Mannschaft angeht. Ich würde es nur ins Positive umdrehen, einfach um den Gegenpart zu dir einzunehmen. Dass sie nicht mit Gonzalo Castro weiterplanen, ist auch ein Signal an die jetzigen Spieler, die da sind und vielleicht so an dieser Schwelle sind, in der kommenden Saison ein absoluter Leader zu werden. Ich denke da an Spieler wie Gregor Kobel beispielsweise. Vielleicht auch an Spieler wie Wataru Endo, die an dieser Schwelle sind, die durch gute Leistungen in diesem Jahr wirklich gezeigt haben, dass sie wirklich Fixpunkte dieser Mannschaft sind, die jetzt aber mit dieser Entscheidung klar signalisiert bekommen, Leute, wir bauen voll auf euch und wir erwarten noch mehr von euch. Ihr müsst euch noch mehr einbringen, gerade was das Thema Mannschaftsführung angeht. Und deswegen, ich finde, so eine Entscheidung hat dann immer diese zwei, drei Bausteine. Also du hast das Risiko, bin ich voll bei dir. Erfahrener Spieler, über 400 Bundesligaspiele, der hätte dieser Mannschaft gut getan. Auf der anderen Seite treibst du mit deiner Kaderpolitik natürlich auch dein Projekt voran. Und das Projekt beim VfB ist ganz klar, junge Spieler einbauen, in diese Mannschaft integrieren, aufbauen und dann vermutlich im nächsten Schritt auch mal den ein oder anderen gewinnbringend weiter veräußern. Und deswegen finde ich, passt. Natürlich, ich bin bei dir. Es ist überraschend gewesen, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber im Endeffekt passt das in die Philosophie, die sich der VfB selbst gegeben hat, die sich Thomas Hitzlsperger, die sich Sven Mislintat, die sich aber auch Pellegrino Matarazzo gegeben haben. Da finde ich, passt es ganz ins Konzept hinein, da jetzt zu sagen, okay, wir haben hier einen Mittelfeldspieler über 30, wir haben mehrere Spieler im Kader, die auf dem seiner Position auch spielen können, die das schon gezeigt haben, dass sie das Potenzial dazu haben, die Qualität dazu haben. Und wir gehen jetzt eben den nächsten Schritt. Wir treiben das immer weiter voran. Und ich finde, das gehört dann bei dieser Entscheidungsfindung immer dazu. Und der VfB hat da ganz klar nochmal Position bezogen und hat das, finde ich, dann untermauert eben durch die Verpflichtung dieser beiden Top-Talente, die sie da jetzt geholt haben, eben den jungen Mann aus der Türkei und eben den jungen Mann aus Australien. Aber dennoch bleibt natürlich dieses Risiko, da bin ich ganz klar bei dir, dieses Risiko ist da, dass dieser Plan nicht aufgeht. Die Sorgen hatten wir vorm Start in die Bundesliga-Saison. Da war ich einer der größten Warner, glaube ich, der gesagt hat, puh, ob das gut geht mit dem jungen Haufen. Wir wurden Lügen gestraft. Ja, Danny, auf jeden Fall. Also ich sehe natürlich auch beide Seiten. Ich wollte jetzt nur mal ein bisschen emotional die eine Seite be begutachten, weil ich glaube, so geht es ganz vielen Fans gerade, die nicht ganz nachvollziehen können, warum wird Gonzalo Castro gegangen quasi? Jetzt werden zwei, drei neue junge, talentierte Spieler geholt. Oh, strukturelle Probleme. Ich verstehe das, das ist die eine Seite. Ich kann genauso deine Seite nachvollziehen. Und ich möchte da vielleicht auch ein bisschen jetzt wieder ein Zuckerle reinbringen, quasi für diese andere Seite, die ich natürlich auch sehe, das ist ja ganz klar. Und ich möchte über Ömer Beyaz reden. Darf ich noch Jonas. ganz kurz Ja, klar. anmerken, Castro, obwohl sie ihm jetzt keinen Vertrag hingelegt haben, ist es natürlich nicht, die haben den vom Hof gejagt. Also diesen Eindruck, den vermittelt absolut niemand. Also die schätzen den, die wissen, was sie an ihn haben, die sind froh, dass sie ihn noch bei sich haben dieses Jahr. Also es ist nicht so dieses klassische, ja, oh mein Gott, wir sind froh, dass der weg ist. Thema Pablo Maffeo, der wird ja im Sommer hier auch wieder aufschlagen. Da machen, glaube ich, alle drei Kreuze, wenn der dann endlich endgültig nicht mehr offiziell noch beim VfB angestellt ist. Das ist bei Gonzalo Castro absolut nicht der Fall. Also nur um das nochmal klarzustellen. Das heißt, nur weil sie ihn jetzt nicht gerne noch ein Jahr gehabt hätten, dass sie ihn jetzt vom Hof jagen. Da müssen wir entschieden widersprechen, glaube ich. Ja, ich glaube auch, und ich meine, Danny, unsere Diskussion zeigt ja auch nur, was für ein Spielertyp Gonzalo Castro ist. Ich meine, er ist eine Identifikationsfigur beim VfB, Kapitän, erfahrener Spieler, und der geht jetzt, und dieses in Anführungszeichen, er geht jetzt,
wirbelt ja zwei Seiten auf. Die eine Seite, die du quasi gerade in unserer Diskussion ein bisschen vertreten hast, die zweite Seite, die ich quasi vertreten habe. Und diese zwei Seiten gibt es ja. Und deswegen zeigt unsere Diskussion ja gerade ganz schön, dass das ein wichtiger Spieler ist, der jetzt geht. Und ich glaube, die Diskussion zeigt auch, dass das ein Risiko ist auf der einen Seite und eine Chance auf der anderen Seite ist. Und während ich ja, wie besprochen, gerade schon ein bisschen das Risiko rausgehoben habe und auch so ein bisschen mein Unverständnis geäußert habe, möchte ich jetzt auch noch mal kurz auf die Chance eingehen und möchte eben über diesen jungen Ömer Beyaz sprechen. Ich meine, der ist 17 Jahre alt, U21 türkischer Nationalspieler, hat in der A11 von Fenerbahçe Istanbul gespielt, wurde von Dortmund gejagt, wurde von Schalke gejagt, ist einer der talentiertesten 2003er-Jahrgänge. 2003-Jahrgang, überleg mal, wie jung der ist. Ich bin ja 94, also ist ja verrückt. Und der kickt jetzt beim VfB. Also ich kann das nachvollziehen aus Sicht VfB. Okay, wir schlagen den Weg ein. Wir haben jetzt ein Jahr Bundesliga gekickt und wir geben jetzt der zweiten Reihe, beziehungsweise man kann ja gar nicht von zweiter Reihe sprechen, aber alterstechnisch der zweiten Reihe, wir geben der jetzt eine Chance, dass vielleicht zwei, drei Spieler in die Fußstapfen von Gonzalo Castro springen. Und du hast Endo angesprochen, ja, du hast Kobel angesprochen. Ich würde Mangala noch ins Boot nehmen. Mangala, zentraler Absolut. Mittelfeldspieler, ähnliche Position wie Gonzo Castro. Und der Junge wird ja auch überall gehandelt quasi. Junger Spieler, wahnsinnig talentiert, guter Sechser, gute Technik. Und ich glaube, dass er einer der Spieler ist, dem der VfB vielleicht mit diesem Transfer oder mit diesem Nicht-Transfer von Gonzalo Castro signalisieren wird, ey, du bist für Dir, ja. uns der Spieler, der in diese Lücke rutscht. Dir Und gehört die dann, Zukunft, genau, genau, und ja. dann denk mal weiter, wen gibt es da noch auf der Position? Ahamada, junger Spieler, Riesentalent. Dann rutscht quasi Mangala in die Position von Castro und Ahamada rutscht in die Position von Mangala. Und so geht das Rad dann weiter und so dreht sich das Rad weiter. Und ich glaube, dass der VfB da einen ganz klaren Plan hat. Ich glaube nicht, dass sie, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt vorher, wenn der Eindruck rüberkam, natürlich jagen sie Castro nicht vom Hof. Aber da ist Kalkül dahinter. Und ich glaube, ganz viele Leute draußen verstehen den Transfer nicht. Aber wenn sie unseren Podcast heute anhören jetzt, dann verstehen sie vielleicht, dass da mehr dahinter steckt als nur, wir haben keine Lust mehr auf den alten Castro, sondern dass da eine Kaderplanung dahinter steckt, dass da ein Kalkül dahinter steckt. Und das vielleicht auch ein Ömer Beyaz, der ja auch im defensiven, offensiven Mittelfeld spielen kann, eher offensiv, aber auch im zentralen Mittelfeld, dass vielleicht auch der denkt, ey, der VfB lässt einen Anführungszeichen alten, erfahrenen Spieler gehen, gibt aber den Jungen gleichzeitig die Chance. Ich finde, es ist ein ganz klares Zeichen an die jungen Spieler und ich glaube, auch ich persönlich gehe jetzt heute aus dem Podcast raus und sehe jetzt mehr diese Chance und sehe mehr diese Kaderplanung, die der VfB mit seinen jungen Spielern vorantreibt. Also Danny, auch du hast mich in der Diskussion gerade überzeugt. Ich sehe es wie du. Ich erwarte den Anruf von Sven Mislintat, der mich lobt dafür, dass ich Überzeugungsarbeit für seine Strategie Oh. leiste. Nee, ja, und was dazu ja auch noch gehört zu diesem großen Puzzleteil oder zu diesem großen Puzzle, der VfB hat sich mittlerweile durch die Arbeit der letzten ein, zwei Jahre auch ein gewisses Standing erarbeitet, ist gewissermaßen interessant geworden für diese Kategorie junge Spieler. Du sagst es richtig, der Ömer Beyaz, den hatten auch andere Teams auf dem Zettel. Aber er hat eben beim VfB einen Weg aufgezeigt bekommen, ein Gesamtpaket aus Trainer, Sportdirektor, Kaderstruktur, das ihn offensichtlich überzeugt hat. Und das gehört dann bei so einer Entscheidung, wir verlängern mit Gonzalo Castro nicht, immer auch dazu. Der Kader des VfB Stuttgart ist groß, über 30 Spieler. Da wird sich im Sommer einiges tun, weil wenn man eben diesen konsequenten Weg der Jugend weiter fortsetzt, dann ist da irgendwann kein Platz mehr für Namen wie Hamadi Al-Gadoui, für Namen wie Marcin Kaminski, vielleicht sogar auch für Namen wie Philipp Clement. Die passen dann da nicht mehr rein, weil jeder Kaderplatz, der besetzt ist, der kann nicht von einem jungen Spieler aufgerückt werden. Und das ist eben genau diese Gratwanderung, die der VfB jetzt gerade vollzieht, beziehungsweise schon wieder den nächsten Schritt geht in ein bestehendes Konstrukt einer Mannschaft. Das funktioniert, wieder neue Talente nachzuziehen, beziehungsweise die Stück für Stück einzubauen. Du hast vorhin den Namen Ahamada gesagt. Auch für den ist sowas natürlich ein Signal. Junge, du durftest mal spielen. Ich erinnere daran, das war das Spiel in München. Du durftest von Beginn an ran. Das Spiel war Grütze. Das gehört aber dazu. Er bekommt ganz klar gezeigt, du hast hier eine Chance, du hast hier eine Zukunft. Wir machen dir den Weg frei. Man zeigt denen ganz klar auf, Leute, das ist unser Weg und wir gehen den. Beim VfB wurden schon viele Fabelpläne aufgestellt, die wurden nur selten mit Leben gefüllt. Aktuell sehe ich, da ist ein ganz klarer Plan und der wird strikt und konsequent mit allen Chancen und Risiken umgesetzt. Und das imponiert mir, das finde ich gut. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann halt weiterentwickeln wird.
Ja, vielleicht kann man den Themenblock 4 jetzt, über den wir jetzt intensiv diskutiert haben, abschließen mit: Manchmal muss man eine harte Personalentscheidung treffen, um vielleicht einen verdienten Spieler gehen zu lassen, um seine Philosophie weiter durchzuziehen. Das ist ein Und schöner Schlusssatz. Den unterschreibe ich so. ich glaube, dass es genau darum geht, im Falle Gonzalo Castro und im Falle jetzt VfB. Und deswegen würde ich doch sagen, mit diesem schönen Schlusssatz schließen wir unseren vierten Themenblock ab und gehen zum letzten Themenblock, sprechen noch ganz kurz über das Spiel gegen Union Berlin. Danny, wir labern schon eine Dreiviertelstunde, heute Rekordzeit. Wir sind aber auch einfach gut im Flow. Ich würde uns da ungern unterbrechen, das läuft richtig gut heute. Du warst auf der PK heute 10:30 Uhr, ungewöhnliche Zeit. Eigentlich ist Donnerstags-PK vor dem Samstagsspiel. Heute war sie aus organisatorischen Gründen am Freitag, morgens schon um 10:30 Uhr. Was war da los? Freut sich Pellegrino Matarazzo auf das Spiel? Ich meine, da gibt es ja eine dunkle Vergangenheit in Berlin, Danny. Alte Försterei, ich glaube, da kraut es jeden VfB-Fan. Ich habe ihn genau das gefragt, weil mein erster Gedankengang war auch, ich denke an die alte Försterei, ich denke an dieses Relegationsrückspiel, ja, das war ja Wahnsinn, was da los war, das der VfB, also ein ganz schwarzer Moment für die VfB-Fans, aber so allein vom Erlebnis, von der Spannung auf dem Siedepunkt war das natürlich Wahnsinn. Und der Pellegrino Matarazzo hat da ganz, ganz defensiv auf meine Frage geantwortet und gesagt, er hat es damals als neutraler Zuschauer mitverfolgt, aber ohne emotionale Bindung in irgendeine Richtung, weil er war ja damals noch überhaupt nicht beim VfB. Damals war er noch Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim. Und er hat auch ganz klargestellt, das spielt keine Rolle. Es gibt keine Rachegedanken, es gibt da keinen Groll. Der Abstieg von damals, den kann man nicht auf dieses eine Spiel zurückbringen. Und es ist ja einfach so, wenn du dir die Mannschaft von heute anschaust, die hat ja mit dem Team, das damals dann auf dem Platz stand, überhaupt nichts mehr zu tun. Und deswegen, es ist ja auch eine völlig andere Ausgangslage. Also da 2019 war es ja einfach so, VfB, der wankende Traditionsverein gegen den aufstrebenden Zweitligisten. Das ist ja jetzt komplett anders. Das sind ja jetzt zwei wirklich stabile Bundesligamannschaften, die sogar Chancen auf Europa haben. Und die treffen aufeinander. Und deswegen bin ich gespannt, wird ein interessantes Spiel werden. Union Berlin, eine ganz kompakte Mannschaft, die gut organisiert ist, die mit einer der besten Defensiven der Liga stellt, wie ich finde. Das sieht auch der Trainer so. Und der hat ganz klar gesagt, morgen gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Seine Truppe muss also hartnäckig bleiben, muss da geduldig sein vielleicht auch. Das wird ein zähes Spiel werden, glaube ich nämlich auch. Immerhin ist Stürmer Sascha Kalajdzic wohl einsatzbereit. Er hat Anfang der Woche ein bisschen gefehlt, ein bisschen Knöchelprobleme gehabt. Die haben eine lange Länderspielreise in den Knochen. Dann das Spiel gegen Dortmund wurde ein bisschen geschont. Da sieht es aber wohl aus, dann, dass er danach spielen kann. Verzichten muss er hingegen auf Marc-Oliver Kempf. Der ist gesperrt, gelb gesperrt, fünfte gelbe Karte gesehen im Spiel gegen Borussia Dortmund und hinter Gonzalo Castro, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben, hinter dem steht noch ein bisschen ein Fragezeichen. Der hat ja irgendwie so ein paar muskuläre Problemchen. Ist wohl noch fraglich, ob er zum Einsatz kommen kann. Ja, spannendes Spiel. Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall anschauen. Vor allem, es geht ja, also wenn das uns jemand gesagt hätte, Danny, was ist 28. und 29. Spieltag morgen, wenn es da wirklich um Europa geht beim VfB, hätte ich glaube vor der Saison gesagt, ihr spinnt. Deswegen, das wird ein spannendes Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein 4-2 wird. Dafür sind beide Mannschaften zu stabil. Gerade auch der VfB steht stabil hinten in der Defensive. Jetzt Marc-Oliver Kempf, Dreierkettenausfall. Ah, wie sie das auffangen wollen, da bin ich auch noch ein bisschen gespannt. Vielleicht ziehen sie Carasor in die Mitte hinten rein und Anton auf halb links quasi. Da gibt es sicherlich ein paar Gedankenspiele. Pascal Stenzel ist auch ein weiteres Gedankenspiel. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird, glaube ich, ein enges Ding. Und da du mich ja ein bisschen kennst und da du ja ein bisschen weißt, dass ich ehrlich gesagt dem VfB noch nicht zutraue, da bei Europa was mitzuspielen, gehe ich mal auch von der Niederlage an der Alten Försterei aus. Also ja, gegen Dortmund verloren und jetzt auch gegen Union Berlin verlieren. Ich tippe auf einen 2-1-Sieg für die Eisernen an der Alten Försterei. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergrundwunsch, den ich so privat hege, nämlich Europa kommt zu früh. Lass den VfB ruhig verlieren. Die stehen gut da, spielen guten Fußball. Europa kommt zu früh. Das wäre für mich echt too much. Deswegen, ich tippe auf ein 2-1 für Union. Du? Union, das sind die Unentschiedenkönige der Liga. Ich glaube, 13, 14 Unentschieden haben die schon angehäuft. Ich tippe morgen auf ein schnödes 0-0. Schnödes 0-0. Ja, super. Zum Glück bist du im Dienst und nicht ich. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, super, gell? Nein, Spaß beiseite. Leute, Dannys Texte findet ihr morgen ja natürlich wie immer auf zvw.de/VfB und natürlich auch auf den sozialen Kanälen. Danny, ich wünsche dir viel Spaß morgen im Dienst. Schau dir das Spiel an. Ich werde es ganz gemütlich auf dem Sofa anschauen. Und dann bin ich echt gespannt, was rauskommt. Und ich freue mich wieder auf das Duo Sosa Kalajdzic.
Da freue ich mich auch drauf. Ein bisschen weinendes Auge, dass wir leider nicht vor Ort sein können, weil dieses Stadion an der Olden Försterei, das hat mir schon gut gefallen damals, als ich da in der Relegation oben war. Gut, es war auch ein ganz besonderes Spiel, aber man hat es einfach gemerkt, wie die das da aufgezogen haben mit Ritterkeule, Nina Hagen vorm Anpfiff, Punkrock, kein Affenzirkus, wie er sonst in so vielen Bundesliga-Stadien mit irgendwelchen Zeppelin, die durch die Gegend fliegen und Stadionshow und dem ganzen Scheißdreck. Das schenken die sich, das hat mir gefallen. Finde ich schade, dass wir da nicht dabei sein können. Andererseits, es sind eh keine Fans da, deswegen ist das alles immer ein bisschen eine witzlose Veranstaltung. Nichtsdestotrotz, ich bin froh. Ich habe ein paar Spiele nicht gemacht. Du warst die letzten Mal immer im Einsatz, deswegen brenne ich auch. Ich werde meine Chance nutzen. Du Hoffe ich wirst doch. deine Chance nutzen. Super. Und vielleicht, um euch kurz einen Ausblick zu geben auf die nächste Podcast-Folge, die wir auch wieder Ende nächster Woche, Donnerstag oder Freitag aufnehmen. Dazwischen ist ja noch das Mittwochspiel unter der Woche daheim gegen den VfL Wolfsburg. Also da gibt es einiges. Wolfsburg ist es doch, oder? Ich glaube ja, aber Ich glaube ja. nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube ja. Ja, doch, ich glaube ja. Es ist. Jetzt komme ich durcheinander. Aber ja, wird schon so passen. Auf jeden Fall, da werden wir dann gleich über zwei Spiele sprechen in der nächsten Podcast-Folge. Also ich glaube, die nächste Podcast-Folge, Danny, wird nicht kürzer, aber ich freue mich schon wieder drauf. Ich freue mich auch drauf und ich glaube, wir müssen uns kurz entschuldigen, weil wir haben jetzt ein paar Mal immer den Rhythmus durchbrochen, aber es hängt halt auch, also den Aufnahmerhythmus, wir sind da, hat oft einfach mit der Organisation zu tun. Da hat mal einer einen freien Tag, da hat einer Urlaub, dann passt da mal was nicht, weil da eine Schulung ist, da eine Konferenz. Seht uns bitte nach, dass wir es nicht immer schaffen, das Ding irgendwie donnerstags pünktlich um 4 Uhr online zu haben. Wir geben alles, wir schaffen es nur nicht, aber wir haben es auch nicht immer in der eigenen Hand. Also seht uns bitte nach und Simi, ich beende die Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für heute. Danke für deine Einschätzung. Danke, Danny. Wie immer, war schön mit dir zu quatschen. Heute 45 Minuten. Schöne Podcast-Folge, schöne Länge. Wir haben gut gequatscht, gut diskutiert. Beim nächsten Mal gerne wieder so. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt uns Feedback. Hört die Folge, hört rein, hört sie ganz an. Weil dann kommt ihr auf den Geschmack von Danny und mir, wie wir es schön über Fußball diskutieren. Jetzt kann ich nichts mehr dazu sagen. Äh, Kommt jetzt, gut in die jetzt. Woche, gutes Spiel morgen und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao, Leute.